Eine Frage war am Sonntagmorgen schnell geklärt. Wer leitet das Training? Taifun Korkut ging wie immer seiner Arbeit nach. Der Trainer darf weitermachen. Vorerst. Am Abend vorher war das noch nicht sicher. Wir müssen uns zusammensetzen. Aber ob es jetzt Personalie Taifun Korkut ist, ich weiß nicht, ob das Wichtigste ist. Am Sonntagnachmittag stärkte Martin Kind seinem ehemaligen Wunschtrainer öffentlich den Rücken. Taifun Korkut genieße das volle Vertrauen der Verantwortlichen. Dennoch, Martin Kinds oberstes Ziel ist der Klassenerhalt mit Hannover 96. Eine Nibelungentreue zum Trainer wird es unter seiner Ägide in Hannover nicht geben. Das dürfte auch Taifun Korkut klar sein. Ich rede sehr, sehr oft mit unserem Präsidenten, auch mit dem Herr Dufner, mit dem Dirk. Wir haben in den letzten Wochen uns oft getroffen. Von daher, die Kommunikation passt da. Deswegen sage ich auch, dass ich dieses Vertrauen spüre. Bei den Fans ist Korkut unumstritten. Das hat aber nichts mit dem Trainer zu tun, weil er kommt ja an die Mannschaft ran. Sonst würden sie ja noch ganz anders spielen. Und man sollte sich überlegen, wie man zusammen wieder aus dem ganzen Bockmist rauskommt, was jetzt die letzten Wochen gelaufen ist. Definitiv. Also ich finde, er ist der Richtige. Bleibt die Frage, wie Korkut seine Mannschaft auf den Abstiegskampf einstellen kann. Der Druck steigt. Wir sind mittendrin jetzt und es sind nur noch 2 Punkte. Von daher geht es jetzt wirklich auch um die Zukunft von Hannover 96 und wir sind absolut jetzt im Abstiegskampf. Nach der Länderspielpause muss 96 bei Eintracht Frankfurt ran. Das nächste Heimspiel ist gegen Hertha. Gehen diese beiden Spiele verloren, könnte Martin Kind sein Bekenntnis nochmal überdenken.